Hallihallo miteinander. Ich muss es euch zeigen, ich muss es gestehen. Ich war nicht sehr tapfer. Ich war bei Teddy und bei Action. Und wirklich leichte Eskalation. Ich fange mal mit Action an. Da habe ich diese Teile hier geholt. Einige von den Dingern, die hier drin sind, finde ich eigentlich hässlich, aber ich mache das mal auf. Das ist natürlich noch zugeklebt. Ich fand diese kleinen Schleifchen total süß. Und da ich ja letztens das Video gemacht habe, ist haben besser als brauchen. Und ich zurzeit Tatsache, denke ich nicht bastel. Body, alles gut, mein Süßer. Bin ich mehrmals bei Action gewesen, habe nichts gekauft und dann plötzlich habe ich die gesehen. Also ich habe noch ein paar andere Sachen gesehen. Wie gesagt, ich fand einige Sachen hier draußen wirklich niedlich. Diese hier. Also diese kleinen süßen Schleifen. Und hier so sind so kleine Sterne. Die fand ich echt süß. Und hier sind kleine Herzchen. Und deswegen habe ich das gekauft. Ich hoffe sehr stark, dass ich es nicht nur gekauft habe, damit ich es habe, sondern sie auch benutzen will. Also einmal hier so Grünton und dann hier so rosa, lila, Gülden, rosa, Perlmutt. Die zwei habe ich geholt. Dann habe ich natürlich noch mal diese geholt. Zweimal. Das ist ja quasi mein Washi-Tape. Dann habe ich, muss sortieren hier hinter mir, habe ich diese geholt. Und zwar will ich da Stempel reinmachen. Ich finde die sehr passend für Stempel. Ich zeige euch das mal kurz. Einen Moment. Muss ich mal kurz hier einen Schlick hoch aufstehen. Und hier Stempel und Standschablonen. Und jetzt nehme ich mir hier meine Stempel runter und habe. Davon extra auch noch einen größeren gekauft, der jetzt hier nicht bei ist. Ja, mal gucken. Also die passen hier trotzdem rein. Wenn ich sie hier rausnehme, dann passen die hier prima rein. Mache das mal auf, um euch das zu zeigen. Dann kann man die nämlich hier reinmachen. Und kann hier seine Stempel drin aufbewahren. Und hat es dann, kann man das so, fand ich ganz schön. Ja, wie gesagt, kann man die da reinmachen. Ich mache den jetzt hier wieder raus, weil ich die nämlich sortieren will. Mache ich den mal wieder hier rein. Und dann kann man da vorne sich das draufschreiben, Global End Stempel und hier Hintergrundstempel und ja, das sind ja meine. Habe ich euch schon gezeigt. So, davon habe ich 1, 2, 3, 4 gekauft. Ja, dann habe ich gekauft so ein Notizblock. Den habe ich für meinen Sohn gekauft, für meinen großen Sohn, den ich natürlich noch, das hier vorne werde ich noch umändern. Da werde ich noch was drauf machen für ihn, obwohl es sich schön anfasst. Das ist so, ja, so fest sich so wie Leder an. Eigentlich ganz schön. Mal gucken. Aber eigentlich wollte ich es ihn ändern. Personalisieren wollte ich das. Und dann muss ich ihn mal hier rüberpacken. Ich schäme mich ja ein bisschen, weil ich gesagt habe, hier mit meinem Video haben ist besser als brauchen. Nee, ist nicht so. Und dieses ewige Kaufen. Und dann habe ich das gesehen. Diesen neuen Vellum-Block. Ich zeige euch den mal. Den musste ich leider haben. So, hier sind grün und dann sind hier zwischendurch halt auch normale Papiere bei. Die schön dick sind und echt schön.
blätter das mal mit euch. Und dann halt auch schönes farbiges Papier dazu. Also ich fand den einfach toll. Das ist so schön aufeinander abgestimmt. Und dann kommen hier noch ein paar schöne Sprüche. So, könnt ihr das sehen? Könnt ihr sehen, ne? Also, ich war so angetan von diesen Blöcken. Und dann guckt euch dieses hier an. Das ist doch echt ein Traum, oder? Ja, mega schön. Wie gesagt, das ist jeweils immer dreimal. Und ich finde, das ist hier so ein schöner Braunton, Vellum, dreimal. Und dann kommt hier. Also das ist farblich so toll aufeinander abgestimmt. Das ist hier so ein Anthrazit. Und dann kommen hier wieder. Das sind so. Könnt ihr sehen, ne? So, dann sieht das besser. Ja, echt. Also so schön. Zweimal, dreimal. Und dann kommt hier so ein Vellum. Also traumhaft, oder? Ich bin echt schockverliebt. Und dann diese Farben aufeinander. Also, ja, ihr merkt, ich finde es echt toll. Das Papier ist auch so, so schön. Ja, das ist hier so ein helles, 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 hellgrau. Also, ja. Total schön. Und dieses, was jetzt kommt, ist das nicht ein Traum? Ich finde es so unfassbar schön. Ja, wie ihr seht, ich war sehr angetan. Ich mach die mal kurz. Und mache ich die dann hier rüber? Ich habe hier leider so viel zu liegen. So ein Pack. So. Dann habe ich diesen noch genommen. Und den gehe ich jetzt gleich durch. Hier lila. Dreimal, dann kommt hier. Voll schön, oder? Müsste gar nicht mehr selber Mixed Media Papier machen. Also hier so. Die finde ich richtig, richtig dolle gelungen. Jeweils dreimal. Also echt schön. Also die Auswahl an Papieren, also dieses, das wird nie immer schöner bei diesen Vellumblöcken. Toll, oder? Ich finde es toll. Und dann halt das Lila. Und dann kommt, das ist auch voll schön. So schöne Farben. Jetzt ist hier wieder Vellum. Toll, ne? Das ist auch Vellum. Ist das nicht mega cool? Diese. Das wäre schon als Papier cool, aber als Vellum ist es ja noch mal ein Ticken besser. So, jetzt kommt der nächste. Hier sind helle Grüntöne und dann wieder so schöne Blumen. Ähnlich wie der erste. Habe ich den jetzt zweimal? Nee, habe ich nicht. Sieht schon sehr ähnlich aus wie das da vorne, aber die Farben sind auch so, so schön. Tolles helles Blau. Vellum, diesmal. Mit Gold foliert. Echt schön. Und dieses hier, guckt euch das an. Ist das nicht ein Traum? Das ist so schön. Also, ich konnte nicht die nicht kaufen. Das wäre gar nicht gegangen. Und zum Glück waren es die, die sie noch hatten. Sonst hätte ich die wahrscheinlich jeweils zweimal gekauft. Und konnte ich aber nicht, weil sie hatten sie nur einmal.
Hier ist auch wieder Gold foliert. Das ist auch schön, wobei mir das Silberfolierte eigentlich besser gefällt, aber das passt ja so eigentlich auch ganz schön, ne? Ja. Und wieder. Na, guckt euch das an. Yvonne, gucke, da ist ein Vögelchen bei. Ja, also wieder Wellum. Traumhaft schön. Und bei uns gibt es ja zurzeit keine Kartenrohlinge. Die meinten auch, das irgendwie gibt es die gerade nicht. Was ich richtig doof finde, weil mir. Hier ist. Guck mal, hier ist ein Fehler. Ist das Schmutz? Schmutz. Ja, ist nur Schmutz. Kein Fehler. Ja, keine Kartenrohlinge. Also was doof ist, weil ich die ja gerne Benutzer bin. Man ist das schön. Ich bin echt hin und weg von dem Papier. Dieses Zarte und alles passt zusammen. Hier auch wieder ein Vöglein. Yvonne. Kannst ja dir leider nicht besorgen, falls sie bei euch nicht sind, gibt. Weil bei uns gibt es die auch nicht mehr. Also, ja, wie ihr merkt, ich bin sehr, sehr begeistert, sehr angetan von diesen Glöcken. Und dann habe ich noch zufällig diesen Block mitgetan. Happy Moments. Das musste ich mitnehmen. So. Die sind ein bisschen dünner von der Struktur, aber immer noch eine gute Dicke. Und ich fand es einfach schön. So schön Sommer, frisch, farbig. Hat mir gefallen. Musste ich auch mitnehmen. Davon hätte ich mehr mitnehmen können, habe ich aber nicht gemacht. Ich war ganz tapfer und habe nur einen mitgenommen. Echt schönes Papier. Gefällt mir sehr gut. Diese sind jetzt ein bisschen dicker hier. Das ist deutlich dicker als das davor. Also zwei verschiedene Dicken vom Papier. Da kann man voll tolle Sommerkarten mitmachen. Aber das war nicht alles. Ja. Wie gesagt, im Moment bastel ich gar nicht. Aber ich habe noch mehr gekauft. So, also bei dem hier, den habe ich zweimal gekauft für die, die das gerade geguckt haben. Ja, den habe ich zweimal genommen. Weil diese kleinen Margariten, die sind ja mal so schön und ich gehe mit euch den auch durch. Ich musste diesen hier zweimal nehmen, weil ich den so toll finde. Gefällt mir echt. Gott, wie süß. Ja, ich stehe total auf Margariten und deswegen musste dieser Block zweimal mit. Ich zeige ihn euch nur einmal. Keine Sorge. So, hier kommen die jetzt nochmal. Nee. Nee, ne? Nee. Nee. Voll süß. Also ein sehr, sehr schöner Block. Gefällt mir echt gut. So, und wie gesagt, diesen habe ich zweimal gekauft. Den zweiten zeige ich euch nicht. Nochmal extra. Und dann habe ich hier nochmal den genommen. So als Hintergrundpapier. Ein bisschen kräftigere Farben. Dachte ich, kann man immer mal brauchen. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sowas in der Art habe ich. Aber ich weiß es Tatsache nicht. Deswegen habe ich ihn trotzdem mitgenommen, weil ich habe gedacht, okay, wenn ich ihn habe, dann habe ich ihn halt zweimal. Ein bisschen Psychedelik hier auch mit bei. Ja, fand ich gut. Musste ich auch mitnehmen. Und ich habe deutlich ausreichend Papier, aber ich konnte nicht vorbeigehen. So, das muss ich mal kurz hier rüber machen, weil hier kommt gleich Teddy, aber das ist immer noch Action hier. Jetzt
zweimal hiervon. Die haben jetzt vorne ein anderes Design, aber es ist wie vorher einmal dünneres, einmal dickeres Papier. Den habe ich mir zweimal mitgenommen. Hier ist der zweite. Da ist er. Und dann habe ich bei Action noch, das ist von Lidl, das habe ich bei Lidl gekauft. Ich weiß gar nicht, wofür ich es brauche, aber ich habe es mitgenommen. So, dann habe ich diesen Bastkorb, diesen großen mitgenommen. Finde ich sehr schön. Und dann habe ich diesen Korb mitgenommen. Und zwar will ich da meine ganzen Kleber reinmachen. Moment. Ich dachte, so ein großes Ding für viel Kleber. Und das ist ja noch nicht alles, was denn ich jetzt hier gleich reinstelle. Aber dachte ich, da brauche ich einen großen Karton, eine große Kiste für. Jetzt ist hier eine Holzoptik. Sehr schön, dass ich das euch zeige, nachdem ich die schon reingestellt habe, ne? So. Dafür habe ich den gekauft. Fand ich ganz cool. Stell ihn mal auf dem Boden neben mich. Ups, dann kommt Teddy. Bei Teddy bin ich ja immer noch auf der Suche nach diesen dünnen Halbperlen, die sie nicht haben. Aber dann dachte ich mir, die sind hier auch nicht ganz so dick. Fand ich ganz süß. Ich habe sowas, was ich gar nicht benutze, aber die fand ich auch süß, also habe ich sie auch gekauft. Ja. Dann habe ich den gekauft. Und zwar habe ich den zweimal gekauft. Der hat mir auch gut gefallen. Der ist immer nur einseitig bedruckt und jetzt gehe ich mal hier auch durch. Einseitig. Das ist so ein bisschen vintage-mäßig. Hat mir gefallen. Und deswegen habe ich den zweimal mitgenommen. Wobei der natürlich, ich finde ja, Teddy ist das Papier mal deutlich teurer, aber das einzig Gute, also was ich gut nicht, das einzig Gute, dass es nur einseitig bedruckt ist, so muss man sich nicht immer entscheiden, welches Papier man nimmt. Und jetzt habe ich euch jetzt alles das gleiche überblättert. Und das mit den Schmetterlingen hier und Motten fand ich auch toll. Ja, zweimal genommen, das finde ich auch cool. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich die bei Teddy oder bei Action gekauft habe. Umschläge, aus diesen Umschlägen möchte ich ein Album machen mit euch. Ich hoffe, ich mache das Tatsache. Ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen was eingekauft. Ja, ich habe nicht durchgehalten. Aber ich habe in der Tat nichts bei irgendwelchen, also bis auf die drei Stanzer, die ich bei Craftelier gekauft habe, habe ich nichts gekauft. Weder bei AliExpress noch bei Craftelier, doch bei das Jahr, aber Stamp Corner, wie auch immer, obwohl ich mehrfach ja in Schleswig bin, im Krankenhaus. Bin ich ganz tapfer und fahre immer vorbei, ohne einzukaufen. Und das habe ich schon gemacht. Aber hier dieses Papier, ich bin schwach gewesen und habe es gekauft. Und ich dachte, ich muss es zugeben. Ich muss es zugeben für euch, dass ich schwach geworden bin. Ja. Heute wird wieder ein mega heißer Tag. Noch geht es ja in mein Bastelzimmer. Beide Plissierrollos sind hoch. Ich hasse es. Ich mag das überhaupt nicht, wenn es so heiß ist. Also ich wäre niemals ein Mensch, der im Süden zieht. So, jetzt ist mein Gestehungs-Haul auch schon zu Ende. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.